einparken mit dem Kastenwagen. Oft ziemlich unübersichtlich, weil so ein Kastenwagen, der ist an sich schon groß und unübersichtlich. Es gibt gute Einparkhilfen. Was es da alles gibt, von der Einparkhilfe, von der akustischen Einparkhilfe, vom Piepser hin bis zur mehrlinsigen Kamera, das zeige ich dir in diesem Film. Mein Name ist Matthias Klein vom Pössl Center in Metzingen. Hier an diesem Auto verbaut habe ich die akustische Einparkhilfe. Die kann ich optional, wenn ich einen Neuwagen bestelle, mitbestelle. Da habe ich dann hier die Sensoren in der Stoßstange hinter drin. Je näher ich einem Gegenstand komme beim Rückwärtsfahren, desto schneller bis hin zum Dauerpiepsen, desto schneller piepst es dann vorne. So, dass ich weiß, wenn ich das Dauerpiepser habe, oh, jetzt bin ich an meinem Gegenstand komplett dran. Wenn ich dann zum Beispiel auf dem Stellplatz stehe und bis zum Zaun zurückfahren will, dann merke ich anhand von meinem Dauerpiepser so, jetzt geht es nicht mehr weiter. Allerdings kommt der Dauerton natürlich schon, wenn ich 20, 30 Zentimeter noch davon weg bin. Das heißt, ein ganz präzises Zurückfahren bis zum Gegenstand schaffe ich mit der Einparkhilfe, mit der akustischen Einparkhilfe allein nicht. Aber ich stoße zumindest, wenn ich darauf höre, nicht gegen den Gegenstand, weil ich ja das Dauerpiepsen habe. Hier an diesem Modell, da habe ich jetzt die Rückfahrkamera, die einlinsige. Sprich, da ist eine Linse hier im Bremslicht oben mit verbaut und diese Linse, die filmt quasi, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, den Bereich hier hinten. Das geht circa vom Auto raus nach hinten etwa 10 Meter und zur Seite raus ab der Mitte jeweils 4 Meter. Diesen kompletten Bereich sehe ich mit meiner einlinsigen Kamera ein. Heißt, das eignet sich perfekt zum Rückwärtsfahren. Ich sehe den ganzen Bereich. Wenn ich da schön langsam fahre, dann habe ich alles im Blick, was da im Weg steht. Wenn ich eine einlinsige Kamera habe und eine Anhängekupplung, dann kann ich ganz präzise mit dieser Kamera, mit der Anhängekupplung unter mein Anhängermaul fahren, so dass ich niemanden brauche, der mich einweist, sondern schön Zentimeter für Zentimeter unter mein Anhängemaul und zack bleibe ich stehen, wenn ich drunter stehe. Perfekt für den Anhängerbetrieb. Hier an diesem Auto, da habe ich jetzt meine Rückfahrkamera mit zwei Linsen verbaut. Das ist einmal die Rückfahrlinse, die angeht und genau den gleichen Raum abdeckt wie bei dem Auto, wo die Kamera nur eine Linse hat. Genauso ist es hier auch. Plus die zweite Kamera, das ist sozusagen der digitale Rückspiegel. Wenn ich da auf das Kamerasymbol an meinem Bildschirm klicke, dann habe ich quasi den Rückspiegel und sehe komplett hinter mir zum Beispiel den Stau auf der Autobahn. Kann ich gucken, welche Autos stehen hinter mir, wie lang ist der Stau noch, weil das geht komplett, wie wenn ich in den Spiegel reingucke, hinter raus. Also nicht der Bereich direkt hinterm Auto, sondern einmal gerade hinter raus. Und auch hier bei der Kamera mit den zwei Linsen ist es möglich, dass ich beim Rückwärtsgang einlegen press mit meinem mit meiner Anhängerkupplung unter das Anhängemaul von meinem Anhänger fahre, sodass ich da nicht noch eine zweite Person brauche, die mich einweist. Beziehungsweise, wenn ich dann auf dem Stellplatz stehe oder auf dem Supermarkt und da ist eine Laterne, dann kann ich direkt mit der Stoßstange sehe ich auf meinem Kamerabild, wie viel Zentimeter, wie viel Millimeter sogar noch Luft ist. Sprich, ich kann ganz exakt bis zu meinem Gegenstand, der hinter mir steht, dran fahren. Ja, das sind die drei Einparkhilfen, die man in die Kastenwagen verbauen, die du mit dazu bestellen kannst. Ich habe alle drei getestet und bin ein großer Freund, der größte Freund von der einlinsigen Kamera. Die eignet sich perfekt zum Rückwärtsfahren. Die zwei Linsen sind schön, für mich ein bisschen Spielerei, weil hinten muss ich nicht großartig gucken, was da hinter mir ist im Verkehr. Mir reicht es völlig, wenn ich die paar Meter im Bereich hinter beim Rückwärtsfahren sehe. Die akustische Einparkhilfe, die ist schon auch gut und schützt vor einem Schaden beim Rückwärtsfahren. Allerdings ist sie nicht so präzise, einfach weil irgendwann das Dauerpiepsen kommt und ich weiß nicht, in der Parklücke kann ich jetzt noch oder nicht. Da ist oft hilfreich, wenn sich dann noch jemand dahinter stellt und mich trotzdem noch einweist. Mit der einlinsigen Kamera
da war ich für mich am besten bedient. So habe ich es auch bei mir am Auto. Da bin ich am meisten begeistert davon. Eine Einparkhilfe akustisch und visuell, das empfehle ich nicht, weil man da eher durcheinander kommt, wenn man drin hockt und auf den Bildschirm guckt und dann das Piepsen noch am Ohr hat. Das bringt mehr durcheinander, wie das es hilft. Von daher klare Empfehlung, entweder akustisch oder visuell. Wenn du Interesse hast an den verschiedenen Kameras, an der Einparkhilfe, überhaupt am Auto, am neuen Auto, melde dich gern bei uns, bei mir im Pössl Center. Wir helfen dir gerne weiter und haben ganz viele Modelle da zum Angucken, um dich da zu beraten und das richtige Auto für dich zu finden.